Start in ein neues Leben für 6 junge Wisente in Nordossetien. Die Tiere werden im Rahmen eines Programms zur Wiederherstellung der Wildpopulation im Nordkaukasus ausgewildert. Wisente sind die etwas kleineren europäischen Vettern der amerikanischen Bisons, eine vom Aussterben bedrohte Art zu Beginn des 20. Jahrhunderts nahezu ausgerottet, die heute nur noch in Schutzgebieten überlebt. Diese 2 bis 3 Jahre alten Tiere stammen aus unterschiedlichen Regionen, um die Genvielfalt zu erhöhen. 3 Wisente kommen aus dem russischen Oker-Naturschutzgebiet, die 3 anderen aus Schweden. Wir können sagen, dass das Programm erfolgreich funktioniert. Denn Anfang der 2000er Jahre gab es kaum mehr als 30 Wisente in freier Wildbahn und jetzt sind es fast 90. Das vom WWF in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Naturressourcen Nordossetiens betriebene Programm existiert seit 1996. Nicht nur für das Überleben der Wisente ein wichtiges Projekt. Die Einführung der großhufigen Wiederkäuer sei außerdem wichtig für den Erhalt der Laubwälder in der Wildnis, sagen die Tierschützer.